Ja, also ich darf vielleicht nochmal an den sehr interessanten Vortrag erinnern und sozusagen für mich hat sich dargestellt, dass es vor allem um die These geht, dass es sich um eine Medienreflexion handelt. Das ist sozusagen mit dieser dreifachen Konnotation von Screen ja untermauert worden, der im Fernsehschirm sieht. Das Sieb druckt und eben den Bildschirm des Fernsehens, also alle diese drei Medien, die hier interagieren, besetzt. Der Siebdruck ist aufgerufen worden hier durch die Verengung des Ausschnitts auf dieses doppelte Close-up, wo man ja dann tatsächlich auch eben sich an dieses Bildformat erinnern kann. Und das Flimmern ist von dir eingeführt worden im Kontext jetzt des Opakwerdens des Bildes. Und das wird noch mit der Krausschen Theorie der Narzissmus des Narzissmusmodells verbunden, also der Screen sozusagen als der Mechanismus der narzisstischen Projektion und Rezeption. Und hier wollte ich mal eine Idee vielleicht einführen. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, wie man eigentlich dieses Verhältnis von Profilkopf und frontalem Gesicht, also Frontalansicht verstehen kann. Und mir scheint, dass dieses Profil von ihr, was jetzt auf dem Video, auf dem Fernsehschirm zu sehen ist, dass diese Frau im Kino sitzt. Kann das sein? Also, dass sie nach oben schaut und dass dieses Flimmern, was man auf ihrem Gesicht sieht, sozusagen die Reflexion des Leinwandgeschehens ist, was ja auch ganz gut zu diesem letzten Bild, wo dann der Western auftaucht, passen würde, dass da also doch Kino schlechthin konnotiert ist, also die Situation der Zuschauerin, die dann eben verquickt wird. Und so verstehe ich diese Doppelprojektion, nur ein Vorschlag, also dass es ständig um diese Interaktion von ja, Projektion und Rezeption als den beiden Prozessen der narzisstischen Schau sozusagen geht, die im Kino sozusagen abgerufen wird, dass ich also das Bild erschaffe, ne? Und das ist ja im Video dann ganz besonders leicht möglich und dann aber sozusagen dieses auch wahrnehmen will, dass ich also ständig mich selbst sozusagen auch dann wieder erlebe, ne? Also diese beiden Bewegungen könnten ja Outer and Inner Space auch sein, also diese Notwendigkeit der Projektion der eigenen Gestalt in dieses Mediengeschehen, in dieses in diese filmische Figur, in die Diva, die sie ja darstellt, und eben diese Rezeption. Und ich könnte das vielleicht noch untermauern, das versuchen, mit dem Hinweis auf zwei Filme, die wir schon gesehen haben, mit Edie Sedgwick. Also da ist einmal eben diese Profilposition in Beauty 2. Sie erinnern sich vielleicht, dass sie da im Profil eben zu sehen ist und ausgerichtet auf den rechten Offscreen-Space, also sie bietet sich eigentlich da, sie ist eigentlich da auch sozusagen wie hier in diesem Film auf ein Geschehen jenseits der Leinwand bezogen und den Film Vinyl, wo sie ganz ähnlich wie jetzt hier im Vordergrund, also im Medium des Films, sich eben darbietet, als die sich zur Schau stellt. Auch mit diesem Pappbecher in der Hand und auch die Arme immer so tänzerisch bewegend als die ideale Zuschauerin gleichzeitig jetzt dieser Szene, dieses Theaters, was da abläuft. Also auch da ist sie eigentlich gleichzeitig vorführend und wahrnehmend. Ne? Sie weiß ja nichts von dem Geschehen, sondern sie nimmt es nur auf und reagiert genauso wie hier. Ne? Also das scheint mir so diese Verschränkung zu sein, dass sie eben in dieser Verdoppelung, also das wäre jetzt der Anschluss an die These, die du gebracht hast, dass die Störung der narzisstischen Identifizierung mit dem projizierten Bild darin liegt, dass ich also permanent diese beiden Sphären der Projektion und Rezeption ineinander schachteln und gegeneinander reiben. Also dass Edie Sedgwick sich nie entscheiden kann, ist sie eigentlich jetzt, stellt sie dar oder nimmt sie wahr? Ne? Und sie ist ja völlig genervt von diesem, oder sie kann sich, also dieses Oszillieren ist ja auch im Schauspiel. Ne? Reagiert sie oder agiert sie? Könnte das so ein Zugang sein? Ich weiß nicht, ob ich es Du hast jetzt deutlich gemacht habe. wahnsinnig viel gesagt, fand ich. Und ihr habt es gut, dass ihr die Hört's ganze auf. Reihe gesehen habt, weil ich
kann mich nicht auf die anderen Filme jetzt so beziehen. Für Outer and Inner Space, ich meine, wenn sie Zuschauerin wäre, nicht? Also, weil ihr Profil so leicht nach oben gerichtet ist, somit hast du ja angefangen, dann wäre es ja eine enorm geschwätzige Zuschauerin, Ja, was sie man sagen spricht. auch, Also, ja. insofern finde ich das, glaube ich, Ja, so ein aber es, bisschen auch die Doppelung vielleicht. abwegig. Aber trotzdem ist natürlich die Frage Leben ist interessant, doppelt. wie das Projektionsverhältnis in dieses Narzissmus-Thema reinspielt. Nun war es natürlich meine These, Regine. Entschuldigung, Kein ich bin Problem. gewarnt worden, dass ich mich nicht Ja, ich anlehnen soll. weiß. Wie bitte? Jetzt höre ich wieder zu. Das könnte gefährlich werden. Ja, okay. Ah, ihr streitet mich Es war wahnsinnig. so Für mich ist bequem. Streit ein ganz positiver Begriff. Nein, Herr Spörri, machen Sie sich keine es ging nicht um Sorgen. Ich Sie. finde Es Streiten ging um super. Ja, Oder? mein Ding. Also, weiter im Text. Also meine These war ja eigentlich die, dass es in diesem Film gar nicht so sehr um Narzissmus geht, also anders als in diesen sozusagen 70er-Jahre-Settings. Das wird zwar durch das Thema, nicht des Naheinanderrückens von Aufnahme und Wiedergabe, was Video möglich macht und was Warhol dann genutzt hat, um diese doppelte Anordnung hinzubekommen. Das wird in 70er Jahren nochmal ganz anders bearbeitet und wirklich Richtung, also da finde ich, hat Rosin Krauss schon einen richtigen Punkt gelegt, nur dass sie sagt, irgendwie Video ist oder das Medium des Videos ist der Narzissmus. Ich finde, die Beispiele sind so, dass sie eigentlich zeigt, dass Video gewissermaßen narzisstische Settings zum Thema hat und die exponiert, was ja dann was anderes ist, nicht? Also in der Haltung zu dem Problem des Narzissmus. Outer and Inner Space war meine These, geht eigentlich davon ein bisschen weg, weil es sozusagen Edie nicht gehalten ist in diesem Raum, in diesem narzisstischen Raum, in der sozusagen die Selbstgegenwart alles ist und sozusagen die Geschichte abgeblendet wird, nicht? Das ist das narzisstische Setting, das Krauss beschreibt. Nicht nur die Welt ist weg, bekanntermaßen im narzisstischen Setting, alles ist voll mit Selbst. Also in dem Moment, wo das Selbst sich zu seiner eigenen Gegenwart wird, bleibt auch nichts als reine Gegenwart. Und die ist ein Knast. Die ist das Gegenteil von gegenwärtig, Selbstgegenwärtigkeit, die ein historisches Verständnis des eigenen Selbst voraussetzt. Ja? Das ist gewissermaßen ein Thema in den 70er Jahren in der Videokunst, in einigen der Arbeiten, aber hier in Outer and Inner Space geht es um was anderes, nämlich um die Konfrontation mit einem vergangenen Aufnahme. Ja? Also die Zeitlichkeit ist dann ganz andere. Und insofern habe ich das zum Schluss eher Richtung in diese Problematik von televisueller Liveness und der gewissermaßen mit Derrida, nicht, also diesem antizipierten Tod, der da drin steckt. Und entsprechend sehe ich dieses Profil, um jetzt auf den Anfang zurückzukommen, als extrem ghostly, ne? Und dieser Geist redet ihr ins Ohr, ne? Permanent. Verschwindet, kommt wieder, kippt sich auf. Also all diese Sachen waren ja interessant. Ich habe aber jetzt dann auch ganz viele andere Sachen gesehen, die ich sozusagen in meiner beschränkten Möglichkeiten auf eben auch YouTube und anderen Zugängen zu dieser Arbeit natürlich nicht gesehen habe und auch nicht gehört habe. Es sah zum Teil so aus, als gäbe es auch mal eine Phase, wo das Bild vollständig angehalten ist. Es sah so aus, als würde Gerard Malanga da irgendwie, also der ist vorbeigegangen, aber es sah mal so aus, als hätte er tatsächlich ein Skript in der Hand, nachdem gewissermaßen diese Manipulationen da erfolgen. Es ist nicht nur diese Doppelüberlagerung, sondern auch die Vertical Rolls kommen da noch vor. Also eine ganze Menge findet da sozusagen statt und die Weise, oder auch noch interessant, nicht wann der Fernseher abgeschaltet wird und wie er abgeschaltet wird, ist in jedem Ende etwas anders, fand ich auch interessant. Also vieles, was ich auch nicht oder jetzt zum ersten Mal richtig gesehen habe. Beiträge, Fragen. Warten Sie kurz aufs Mikro oder geben Sie es einmal durch. Rembert, super. Ja, hi, erstmal danke für den tollen Vortrag. Ich habe noch eine Frage. Du hattest zum Status von Projektion hier und dann auch zur Frage von Verhältnis von Projektion und Doppelprojektion. Weil du hattest darauf abgehoben, dass an einem gewissen Punkt, dass der Film auch einfach das Two-Screen problematisiert. Und die große Frage bei der Projektion ist ja immer, wo ist eigentlich das Bild?
Also das ist und ich finde es besonders interessant, dass man auf der einen Seite mit verschiedenen Bildtechnologien konfrontiert wird, also verschiedenen Arten und Weisen, wie Bild erzeugt wird, also sequenziell gescannt. Und dass aber das gleichzeitig, dass dann das eben in einer Doppelprojektion gezeigt wird, wo der Zuschauer selber eigentlich zwischen verschiedenen Arten, also das Bild bei sich selber zu erzeugen, eigentlich hin und her hüpft. Also ich habe das bei mir gesehen, es ist ja ganz schwierig zu gucken, dieser Film. Und könntest du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, also jetzt, wie diese Problematisierung der Projektion, die in dieser Arbeit stattfindet, so hatte ich deine These auch mitverstanden, wie das sich auch verhält zum jetzt gerade im Bereich von Doppelprojektion auch. Also das spricht ja auch nochmal einen Teil dessen an, was Regine ja auch gefragt hat, nicht nach den Rezeptionsverhältnissen und der Frage, wie man, also wie sozusagen unsere filmtheoretischen Freundinnen Gertrud Koch und Christiane Voss sagen würden, nicht, wie man im Kino gewissermaßen die Illusion ja miterzeugt. Nicht? Also es ist ja Illusion, ist ja eben nicht so die These der beiden, etwas, was man sozusagen, wie das oft so kulturkritisch gemacht worden ist, nicht, was man was vom Film kommt und man passiv nimmt man das entgegen, sondern Illusion ist etwas, was man ganz aktiv miterzeugt. Und entsprechend spricht Christiane Voss davon, dass wir Zuschauer dem Film unseren Körper leihen. Das finde ich so eine tolle Formulierung, den Leihkörper des Kinos. Aber das ist natürlich hier gestört. Nicht? In dem Moment, wo man diese zwei Screens hat, geschieht eben etwas anderes. Und darauf hatte ich sehr kurz nur am Anfang Bezug genommen, im Blick auf den ja sehr interessanten Umstand, wie dicht die Wochensche Produktion gewissermaßen dann in diese kinematografischen Formate Exploding Plastic, Inevitable und so weiter reinreicht, wo eben der Film in den Raum reingeht und dann nochmal mit anderen Dingen interagiert. Und meine These war, dass es in der Tat beginnt, also gestört zu werden gewissermaßen, dieses kinematografische Dispositiv mit der Anordnung, dass wir Zuschauer gewissermaßen auf ein Geschehen uns richten und da gewissermaßen unsere imaginativen Energien versorgend hineingeben, sondern dass in dem Moment, wo es eine Doppelprojektion gibt, bereits der Raum, in dem wir sitzen, bereits das kinematografische Dispositiv mit thematisch wird. Das heißt natürlich, es ist irgendwie eine, wenn man will, eine Ablenkungsästhetik, wenn man will, eine Brechung gewissermaßen der Illusion. Ja, ein Detail war doch noch, das war ja nicht einfach eine Doppelprojektion, sondern es wurde ja das eine hervorgehoben oder das andere hervorgehoben. Und ich weiß nicht, wie oft, aber auf jeden Fall einmal wurde das gewechselt. Dass man also ganz klar entweder links mehr sehen konnte oder der Finger darauf gezeigt wurde oder eben rechts. So, das stimmt, aber ich fand nicht, dass das ist auch interessant, das stimmt, aber auch nicht durchgängig. Ne? Es gab auch so Phasen, wo es so eine Gleichwertigkeit gab und man eben so nicht ganz sicher war, wo man, weil ich habe sehr, also ich selber habe sehr viel links geblickt und mit der Kamera, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ehrlich gesagt, zum Beispiel hätte ich, also als ich den Text geschrieben habe und immer nur diese kleinen Bilder, hätte ich gedacht, meine Aufmerksamkeit wäre eher auf den Close-Ups, war es aber gar nicht, interessanterweise. Also da finde ich es auch schwer zu sagen, wo, ne, also man denkt, das Close-Up muss ja das sein, was die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es ist aber interessanterweise der Konstruktionsraum gewesen, der tatsächlich noch viel mehr, also mit Gerard Malanga, der da durchläuft und da rumhantiert und dessen Hand wir da sehen und den Zettel und so weiter, noch viel stärker Making-of ist, als ich es mir selber schon gedacht habe. Ja. Und insofern finde ich auch, dass mit den Wertungen springt so hin und her. Oder beziehungsweise ist nicht klar für uns, das ist vielleicht der entscheidende Punkt, wenn wir auf einer Seite sozusagen hängen bleiben und unsere Aufmerksamkeitsökonomie dahingehen, wer es jetzt eigentlich ist, der das gemacht hat, nicht? Also ein bisschen in die Richtung von Rembrandt nochmal. Also wo ist eigentlich, ne? Wo sitzt die Projektion, die wir auch machen an diesen Stellen? Also so eindeutig fand ich es mit anderen Worten nicht. Da würde ich gerne dran anknüpfen. Also ich finde das schon überzeugend, dass natürlich irgendwie durch die Doppelprojektion sowas wie das Dispositiv der Projektion sichtbar gemacht wird, aber zugleich ist es natürlich auch eine Überforderung des Zuschauers. Also wir versuchen ja vielleicht schon, also vielleicht geht mir das auch nur in der ersten Reihe hier so, aber
Wenn man versucht, das alles... Edelkopf. Ja, genau. Ich habe nur nicht geredet. Da noch nicht. Was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, glaube ich, also schon eine Überforderung des Zuschauers, eine bewusste Überforderung, die ich eigentlich jetzt als Kommentar auch ganz gerne mit der Frage von Projektion und Rezeption zusammenbringen würde. Also Edi ist natürlich selbst irgendwie die ganze Zeit überfordert in dem Film. Wie in den meisten Filmen, aber jetzt ja durch ihr eigenes Bild. Also sie ist ja durch ihr eigenes Bild, was in ihrem Hintergrund, was sie nicht sieht, ist sie überfordert. Und sie rezipiert irgendwas, sie projiziert auch irgendwas und die beiden Dinge werden irgendwie ununterscheidbar. Und mein Vorschlag wäre, diesen Film vielleicht in Verbindung zu bringen mit anderen zeitgenössischen Arbeiten, eben nicht von Warhol oder so, sondern vielleicht eher in die Richtung, also Tony Conrad mit dem Flickr-Film und Brian Gesine mit dieser Dream Machine, wo letztlich irgendwie durch irgendwelche Feedback-Schleifen das Bewusstsein oder der Wahrnehmungsapparat plötzlich anfängt, selber was zu produzieren. Also beim Flickr ist es ja ganz klar, da werden ja wirklich... Aber wir, ist doch ein Riesenunterschied, ob wir, Entschuldigung, also Brian Gesine Dream Machine ist ja sozusagen diese skulpturartige, rotierende Ding, was sozusagen bestimmtes Licht projiziert in den Raum rein. Wenn man sich da vorsetzt, oder länger drauf guckt, das hat eher so einen psychedelischen Effekt. Genau. Ne? Aber das ist sozusagen ja jetzt nochmal was ganz anderes, also was ich überhaupt nicht als Überforderung beschreiben würde, sondern eher als in Form von Meditation und so weiter, also eher in die Richtung gehen würde, wenn Meditation ist auch das falsche Wort, weiß ich jetzt auch nicht, aber jedenfalls ist was ganz anderes als die Überforderung, die wir haben im Blick auf eine Gleichzeitigkeit von visuellen Informationen. Und das ist nochmal was anderes als in einem Spielfilm der Überforderung einer Person beizuwohnen. Dieser Punkt muss uns ja nicht überfordern. Wir können ja genüsslichst in Beauty Number Two der Verletzung von Edie Sedgwick zusehen. Da sind wir noch nicht überfordert. Das macht die Doppelprojektion. Ne? Das ist ein neuer Schritt. Also das würde ich nämlich auch so sehen. Ich denke aber schon, dass man eben genau diese, also ich würde das auch nicht eins zu eins setzen, aber das, was bei der Dream Machine passiert, das, was beim Flickr passiert, wird im Prinzip in der Interaktion von Apparatur und Wahrnehmungsapparat ausgelöst. Bei Warhol ist das Ganze auf eine andere Ebene verlagert. Wir sehen da keine Formen, die nicht da sind und so. Ganz klar. Die werden eher projiziert, werden eher hergestellt durch diese Elektronik. Aber dieser Ansatz, also die Idee, etwas zu schaffen, was einen überfordert, so wie Edie Sedgwick das auch überfordert, und die Idee, dass Rezeption und Projektion letztlich in eins fallen, die hat man in der Dream Machine, die hat man beim Flickr und die hat man hier auf einer ganz anderen Ebene, wahrscheinlich viel, viel mehr abbilden, eben weniger abstrakt irgendwie, aber das würde ich schon so sehen, dass es diese Idee in diesem Film gibt, was ja auch zeitlich passen würde. Auch diese Idee, dass Warhol sich dann umorientiert, was Neues mal anfängt, was ihn vielleicht wieder auch einfach mit dem, also er setzt das fort, was er macht, aber er schließt gleichzeitig an Dinge an, die er, was er immer macht, wahrnimmt in seiner Umgebung, nimmt es auf und macht da dann, also setzt damit dann seine eigene Arbeit fort. Das finde ich jetzt erstmal so ganz... Es ist natürlich immer so, wenn man die Kategorien ganz, ganz groß macht, dann passt halt auch viel rein. Also klar, also sozusagen, wenn man sagt, es geht um irgendwie Erzeugung von Effekten zwischen Wahrnehmungsapparat und technischer Apparatur, dann irgendwie, genau, dann fasst der Flickr-Film genauso wie diese Arbeit. Interessanterweise spricht Edie Sedgwick, also was man sehen kann in diesem Transkript, nicht nur auch über den Tod, was zu dem Thema von mir gepasst hätte, sondern eben auch über die, gewissermaßen, die ist ja auf Amphetamin, wie man ja auch merkt hier in dem Film, davon, dass sie, wenn sie die Augen schließt, ihre Dinge sieht. Aber das ist sozusagen, kann man sagen, es ist eine Art von Imaginationsmaschine, die auch Drogen induziert in ihr abläuft, über die sie redet. Aber das ist, finde ich schon, was ganz anderes als Warhol hier macht. Das ist, also nochmal, nicht? Also was
so einen Effekt des Sehens von Dingen, die sozusagen wirklich in der Wahrnehmungsapparat, ich weiß nicht, wie man es richtig nennt, das müssen die Kunstwissenschaftler sagen, die Filmwissenschaft, Wahrnehmungsapparatur gewissermaßen an Bilderzeugung funktioniert, wenn man die Leute Flicker-Effekten aussetzt, ist nochmal was anderes als die Doppelprojektion, wo wir uns einfach, wo die Überforderung so ist, dass wir gewissermaßen zwei normale Filmprojekte, also mit zwei Spielfilmsituationen zugleich konfrontiert sind. Jetzt mal wirklich unabhängig von dem Inhalt und unabhängig von den Spielereien, über die ich ja viel gesagt habe, mit der Annäherung an die Malerei und so weiter. Wir haben hier einen Beitrag. Ja, ich wollte noch mal sagen, ich glaube, dass ich hatte das so verstanden in dem Bild, dass das Flimmern auf dem Bildschirm ein technischer Effekt ist, und zwar ein technischer Effekt, dass der Bildschirm abgefilmt wird. Der sich immer ergibt, vor allem wenn er mit Film, mit Video abgefilmt wird. Und insofern wäre das ja ein Effekt, den Idi gar nicht hätte sehen können, insofern auch etwas Ghost-artiges hat, weil er sozusagen in der Situation eigentlich nicht da ist, sondern nur für uns in der Projektion. Ne? Das ist sehr interessant. Ich frage mich nur, können Sie da kurz noch mehr zu sagen? Sorry. Weil mich das interessiert, wissen Sie bestimmt auch mehr als ich, als ja, nicht vom Fachseinde. Also, weil ich das so verstanden habe, dass diese Moiré-Effekte und auch die Vertical Rolls und diese Überblendung, die macht schon durch die Spielereien an dem Video, die sind sozusagen von Jeremy Lange richtig sozusagen von unter Regie von Warhol gemacht werden. Aber Sie meinen jetzt, dass dieses Oberhell, das nicht? Dieses das komische, so flimmert. Ja, das ist teuer. Das stimmt auch. Das ist sozusagen, wo der Film in dem Videobild in seinem eigenen Bild sichtbar wird. Ja, toll, vielen Dank. Genau. Mhm. Sekunde. Ja, vielen Dank für den Umweg. Also diese Störung dieser narzisstischen Identifikation, wenn es eine war, oder diese Störung wird ja ihrerseits wieder gestört, dieser Doppelprojektion. Also das war mein Eindruck, und damit könnte man wieder zu einer Celebration zurückkommen. Also ich finde, dass gerade durch diese Doppelprojektion, es ist auf der einen Seite, es ist nicht psychedelisch, es ist nicht flickernd, sondern es ist auf eine Weise störend. Ich sag mal so, wenn ich 6,4 durch 3,2 teile, geht das gut auf. Wenn ich 6,4 durch 6,3 teile oder 7,5 durch 7,4, also wenn ich nah Dinge einander verfolgen lasse, dann stören sie sich viel mehr, weil die Interferenz unabsehbar wird. Sie erzeugt sozusagen Kontingenzen und es entstehen sozusagen ornamentalisierende Effekte. Das ist genau das, was hier passiert. Der Herr rechts sagte das ja auch bereits, man kann nicht richtig verfolgen, wer was sagt. Es ist sehr, sehr schwer, das zu rezipieren. Und zwar gerade schwer, weil es nicht in postmoderner Weise, avant la lettre, völlig unterschiedliche Welten wären, die zeitsynchron uns als Betrachter überfordern würden, sondern weil es eben so ähnlich ist. Es ist ja immer dieselbe Konstellation, Profil und en face. Ja? Und insofern könnte man auch sagen, es ist eine Feier, immer noch. Es ist sozusagen so eine Mehrfaltigkeit dieser Frau, die auch vorgeführt wird. Also four Sedgwicks are better than one, in diesem Sinne. Könnte man es auch so verstehen? Birdie are better than one, ja klar. Das ist auch drin. Also genau wie Liz Taylor sozusagen in dieser Serialität auch abgefeiert wird, das ist mit Sicherheit auch drin. Nur, dass es eben, sagen wir mal, genauso wie es halt diese dunkle Seite dann doch auch in den Siebdrucken bereits gibt, ne? Durch die Störungen da drin, ist das hier schon auch eine Seite, dass eben diese Feier, es ist eben keine reine Affirmation, sondern wirklich eben auch sehr, sehr präsent ist. Nicht nur in ihrer Unbeholfenheit mit dem Lachen und Grimassieren und so, der Überforderung auf der Plot-Ebene mit dieser Situation, sondern eben auch mit den, also diese Störungen, die gewissermaßen auf der Darstellungsebene eintreten. Wir haben da oben noch einen Beitrag. Ah, ja. Und zwar habe ich eine Frage zur Dramaturgie, beziehungsweise zu der Zeit, die wir sehen. Und zwar habe ich erst gedacht, dass ich eine Situation, und zwar Idi vor diesem Bildschirm, in verschiedener Perspektive gefilmt sehen würde, aber dem ist ja nur nicht so. Also ich sehe ja eigentlich zwei verschiedene Aufnahmen. Das heißt, wenn ich das richtig sehe, sind die Filme ja entweder
hintereinander gedreht? Oder also es ist ja nicht die gleiche Situation. Das heißt, da ist ja auch noch mal eine sind ja auch noch mal zwei verschiedene Zeitebenen. Also das die wir gleichzeitig sehen, genauso wie wir sie ja in dieser Situation, in der Idi sich befindet, auch also diese zwei verschiedenen Zeitebenen haben. Ja, auch nochmal ein guter Hinweis, genau, so ist es. Also sozusagen links ist die erste Rolle, rechts ist die zweite Rolle und wir sehen die gleichzeitig. Insofern ist da auch nochmal ein Zeitsprung drin, der aber so ein bisschen, sagen wir mal, formal runtergedimmt wird, weil es diese Dramaturgie, nach der Sie gefragt haben, gibt nicht, dass die eine Rolle mit dem Close-Up beginnt und in der Halbtotalen endet und die andere mit der Halbtotalen beginnt und im Close-Up endet. Also da gibt es sozusagen eine Antizipation der Gleichzeitigkeit. Gleichwohl, haben Sie natürlich vollkommen recht, ist nacheinander gedreht worden. Und insofern tritt dann nochmal sozusagen eine zeitliche Verzögerung rein und passt eigentlich sehr gut zu meinem Argument. Also vielen Dank. Ich hatte nur keine Frage, nur so eine Anmerkung, oder weil ich finde die These, dass wir hier keinen Narzissmus à la Rosalind Krauss sehr treffend und findet, wenn ich mich richtig erinnere, ist so die Idee, dass man ein Narzissmus hat bei Video, in dem Sinn, dass die Performer guckt in dem Off und sieht dann den Monitor, was dann ihr Bild dann wieder gibt. In dem Sinn, so in die Offscreen hat man dann eine Art Gleichzeitigkeit mit dem Onscreen und die Performer in dem Sinn auch einen Narzissmus, aber und was ich dann total interessant hier finde und worüber ich die ganze Zeit nachdenke, ist, dass diese ganze so eine Faden, was man durch bestimmte Warhol-Filme geht, ist, dass eine Performer von dem Offscreen dann bedroht wird, so von der Offscreen Stimme, und man sieht die Reaktion in den Onscreen. Und natürlich hier, was Warhol macht, ist, er bringt dann diese bedrohende Offscreen Onscreen, und es ist aber nicht so wie in diesem Video-Narzissmus-Schema, weil wie Juliana, wie du dann zu Recht erwähnst, ich meine, diese Video-Monitors dann eine Art andere Zeitlichkeit, so eine geistliche Zeitlichkeit. So, ja, die sind nur Betrachtungen, um einfach das so weiter zu denken über, in einem Sinn, die Rolle. Vielleicht dann hier, dass die Rolle des Offscreen jetzt filmische Offscreen bleibt, aber wir haben überhaupt nicht diese gleiche Rolle der Video Offscreen. Kann ich da nochmal zurückfragen? Finde ich auch interessant, aber ich würde es ganz gern besser verstehen. Also willst du jetzt sagen, Marc, die Rückfrage, sorry, willst du sagen, dass das eigentlich narzisstische Setting im Video dort ist, wo die Performer sozusagen off agieren und sich im Video ansehen, aber nicht selber, also das wäre aber gerade deswegen interessant, weil bei Krauss das Argument ist, dass der Narzissmus insbesondere dort in den Feedback-Situationen, also wo das gewissermaßen beides im Bild ist, sehen ist. Und es wäre aber, und dann sind die Beschreibungen aber so, dass sie eigentlich sagt, der Narzissmus wird exponiert und zum Problem und so weiter in diesen Produktionen. Insofern wäre es ja interessant, dann zu sagen, eigentlich haben wir die voll narzisstischen Settings dort, wo die Leute gar nicht im Bild sind und gewissermaßen, ja, es nochmal eine andere Relation gibt. Ist so das die These? Ja? Ja, das war so meine so spontan gedachte These. dass diese Narzissmus-Situation ist, wenn man nur, wenn die Performer guckt sich selbst in dem Offscreen an, auf dem Monitor, um sich dann zu positionieren in dem On. Und das hat man natürlich hier nicht. Ich meine, aber du hast das jetzt auch bezogen auf Warhol und die Filme und die Rolle der Leute, die off camera sind, ne? Und bei das ist ja sozusagen schon immer so ein Störfaktor, der mit Narzissmus gerade nichts zu tun hat, nicht? Also es ist immer sozusagen eine andere Instanz, die da irgendwie reingrätscht, ne? Chuck Wein in Beauty No. 2.
Und das finde ich interessant, aber das ist dann gerade eben nicht narzisstisch. Wenn man sagt, also meine These war, das kommt ins Bild, aber jetzt sozusagen in der Form ihrer selbst. Also sozusagen dieses andere, dieser Störmoment, der sonst auf Kamera ist, ist jetzt mit im Bild von hinten. Aber das ist dann gerade eben nicht unbedingt über den Narzissmus argumentiert, sondern gerade nicht. Natürlich. Ich habe die zwei zusammengebracht. Ich wollte dann irgendwie die beide Thesen zusammendenken, aber ich finde, vielleicht habe ich das einfach zum Mischmasch gebracht. Aber ich finde, kann man auch machen. Darf ich dazu auch nochmal Stellung nehmen? Also ich wollte nochmal versuchen, diese Narzissmus-Thematik aus meiner Sicht nochmal zu verdeutlichen. Mir ist dann offensichtlich nicht klar geworden, wie diese tolle Formulierung, also sie war ungefähr so, dass dieses Videobild ein Surrogat für die lebendige Wirklichkeit ist und als solches eben diesen Geisterstatus, diesen Phantomcharakter hat. Für mich ist das der Nukleus von des narzisstischen sich Identifizierens mit dem Doppelgänger, der ja eben, was ja diese Todesverfallenheit, also diese Hingabe an die Fiktionalität in sich birgt. Deshalb verstehe ich gar nicht, inwiefern das jetzt ein Widerspruch zu Narzissmus-Thematik sein soll, die ich übrigens in Warhols Gesamtwerk sehe, also als ausgestellt und reflektiert sehe und auch in diesem Film ganz massiv ausgestellt sehe. Und ich würde auch noch mal einen anderen Film anbringen, den er bestimmt gesehen hat, nämlich Abu de Souffle von Godard. Da wird ja diese Narzissmus-Thematik in Verbindung mit der Kritik der Traumfabrikino nun des Öfteren ausgeführt durch den Blick in den Spiegel, durch den Blick ins Schaufenster, aber auch zum Beispiel im Apartment von Jean Seberg, von Patricia, wo sie vor ihrem eigenen Foto spielt und dann auch durch die Tatsache, dass die Schauspieler gedoppelt sind, also in Schauspieler und Schöpfer eigener Geschichten, ne? Und also sie sind dann, sie sind auch immer gedoppelt in diesen schöpferischen und rezeptiven Rollen. Deshalb würde ich eigentlich schon darauf beharren, dass es in beiden Sphären, also eben in dem elektronischen Bild wie in dem filmischen Bild, um diese Doppelung geht, dieses Ineinanderschachteln von Projektion oder Performance und Rezeption, und dass das sozusagen in der Vervielfachung auch noch massiv störend und Opazität erzeugend wirkt. Und für mich ist diese, was ja auch hervorgehoben wurde in einer Stellungnahme, der ist nicht mehr da, also dieses Zoom-in und Zoom-out hat für mich den Strukturkern, dass es sich um den Wechsel von Raum zu Fläche handelt. Also dass man in der Raumtotalen die räumlichen Verhältnisse sieht und sozusagen doch geneigt ist, eben diese Performance von ihr im realen filmischen Raum zu sehen. Ne? Und das wird dann ja sozusagen revidiert, dadurch, dass man beide Köpfe dann vereint in einem Frame sieht. Also da fällt dann eben diese Kante, also ich denke, es geht immer um diese ästhetische Grenze, um diese Kante. Also die Kante, Unterkante des Fernsehers verschwindet, ja, und beide Köpfe, das sind für mich schon die tollsten Bilder, also wo die beiden Köpfe in diesem Screen schweben und dann eben diese Uneindeutigkeit von was ist Bild, was ist Rezipient. Ne? Also ich sehe das eigentlich gestärkt durch diese Betonung der Zeitlichkeit und dieser zeitlichen Verschiebung, diese Narzissmus-Problematik. Damit habe ich jetzt Probleme. Ja, also ich würde sagen, ich will nicht sagen, dass Narzissmus gewissermaßen gar kein Gegenstandsbereich für Andy Warhol ist. Das wäre ja eine absurde Behauptung. Das ist natürlich nicht der Fall. Es ist auch so, dass ist der Fall, dass das vorkommt. Hast du recht. Das Problem ist, dass in diesem Film, der jetzt mein Gegenstand war, dass ich finde, dass in der Thematik des Selbstbezugs, der ja ganz klar ist, dass das irgendwie auch in diesem Film Thema ist, etwas anderes gezeigt wird als das, was ich mit Rosalind Krauss als das strikte narzisstische Setting gesehen habe, wo es nochmal was anderes geht als bloßer Bezug eines Subjekts auf das eigene Bild. Es geht jetzt alles um die Struktur dieses Bezugs. Wenn man sozusagen strikt jetzt argumentiert, sein Narzissmus ist ein solcher Bezug,
Also das habe ich mit Krauss erstmal so jetzt gesetzt, nicht? Also dass Weltlosigkeit ist, dass Geschichtslosigkeit ist, dass es gewissermaßen ein knasthaftes Setting ist, in dem sich das Selbst wirklich verliert. Ja, das finde ich ist bei aller Irritation und Unbehagen und Distanz, die hier exponiert wird, ist aber nicht diese Struktur, sondern die Struktur ist wirklich sozusagen die Konfrontation mit einem vergangenen Bild und einer vergangenen Tonaufnahme ihrer selbst. Das ist eine andere Bezüglichkeit, wo die Zeit in einer anderen Weise eine Rolle spielt und darüber Spektralität tatsächlich eine Rolle spielt. Plus, wollte ich jetzt nochmal sagen, dass der Doppelgänger ist natürlich jetzt auch nicht, den kann ich sozusagen natürlich schon auf meine Seite, auf diese Spektralitätsseite holen, aber es ist nicht unbedingt ein narzisstisches Setting. Der Doppelgänger ist ja auch höchst unheimlich. Ne? Also wenn man jetzt an die romantischen Strukturen denkt, ist sozusagen nicht unbedingt der, der mich narzisstisch gefangen hält und lähmt, sondern möglicherweise auch der, vor dem ich weglaufen möchte. Ja? Das ist auch nochmal eine andere, also der Doppelgänger gehört eigentlich, glaube ich, auch eher in diese Struktur, die ich beschreiben wollen würde, als in die narzisstische Struktur. Aber es liegt jetzt alles sozusagen an der Weise, wie ich in dem Vortrag Narzissmus jetzt einfach kurz skizziert habe. Und nach dieser Definition ist es was anderes. Wir werden diese Diskussion fortsetzen und vielleicht ist noch... Ich habe auch noch eine Frage. Was mich beschäftigt gerade, ist die Lenkung des Blicks. Die fasziniert mich eigentlich sehr, denn in der Tat habe ich auch kein Muster für mich gefunden, worauf ich gucke. Also es ist wirklich für mich nicht unbedingt immer die Großaufnahme oder das Entferntere oder so. Was ich hier aus unserer Ausstellung hier im Filmmuseum kenne, zweiter Stock, vielleicht waren Sie schon mal da, da haben wir 4 Leinwände so zusammengestellt. Da sind jeweils Filmausschnitte zusammengeschnitten, kompiliert und es gibt nur eine Tonspur, die jeweils dazu läuft. Und ich habe für mich da ganz stark festgestellt, jedes Mal, wenn ich da bin, ich gucke automatisch immer auf den Ausschnitt, von dem der Ton auch kommt. Und es ist wahnsinnig schwer, sich dann auf den anderen zu konzentrieren. Und das hat man hier jetzt gerade nicht, weil der Ton ja wirklich überall bunt gemischt zusammenkommt und auch gar nicht so klar verständlich ist, dass er jetzt wirklich lenken könnte, außer jetzt vielleicht bei dem Niesen oder so. Wie stehen Sie dazu? Was für eine Rolle spielt der Ton bei der Lenkung des Blicks in diesem Film? Oder spielt das überhaupt keine Rolle? Ich glaube, es spielt eine enorme Rolle, genauso wie Sie sagen, nicht? Also ich hatte auch zum Teil, wenn ich es mir so recht überlege, den Eindruck, dass links der Ton manchmal lauter war und dass auch deswegen meine Aufmerksamkeit oft links war. Aber jetzt nochmal zu der Brian Geisen versus Doppelprojektionsgeschichte in dem Zusammenhang, nicht, wo sie sozusagen mehr Leinwände anspielen. Und meine, den Horizont, den ich am Anfang aufgemacht habe, war ja diese Multimedia-Spektakel, gewissermaßen Happenings, die Warhol dann mit The Velvet Underground organisiert hat. Und da geht es eben nicht darum, sozusagen um die Innerlichkeit des Bildes wie bei Geisen und Tony Conrad, sondern um tatsächlich die Entgrenzung des Films und um auch eine Ästhetik der Dekonzentration. Ja? Und das geht hier schon los. Nicht? Also man soll sozusagen sich nicht auf eine Sache konzentrieren. Und später in den kinematografischen Installationen ist es ja auch oft so, dass es extra sozusagen ein Überforderungsprogramm gibt, dass es extra alles so organisiert ist, dass man nicht alles gleichzeitig sehen kann und soll. Und das geht da los, nicht? Also entsprechend bereits 66 ist es auch dann ganz unklar, nicht? Worauf gucken Sie? Gucken Sie jetzt auf den Screentest von Nico? Gucken Sie auf die Nico, die auf der Bühne steht? Gucken Sie auf das ganze Setting? Dann geht das da auch schon los mit Mehrfachprojektionen und so weiter. Gucken Sie auf die Weise, wie der Film im Raum steht, wie die Performance sich dazu verhält und so weiter. Das ist sozusagen ein tatsächlich dann multimediales und intermediales Entgrenzungsphänomen, was irgendwie komplementär sich eher verhält, glaube ich, zu diesen psychedelischen Settings. Aber kommen wir auch nachher nochmal. Ja, dazu wollte ich noch sagen, allein wenn wir jetzt uns das Ganze anschauen, wollen wir natürlich immer verstehen, was sie denn da die ganze Zeit redet. Und rein intuitiv ist es ja so, dass wir natürlich zum Close-Up schauen, wenn wir verstehen wollen, was sie redet.
weil das einfach so ist. Ja, wenn die Juliane Rebentisch jetzt kein Mikrofon hätte, würde ich lieber näher dran stehen, um zu hören, was sie sagt, als weiter weg zu stehen. Und deshalb geht unser Blick natürlich als allererstes doch zum Close-up. Und dann verstehen wir, dass wir eigentlich nichts verstehen und wechseln und suchen wieder. Und das ist diese Irritation, die man mit dem, die man dann letztendlich hat. Und es ist wirklich irgendwie so, dass man wirklich immer als allererstes zu dem Close-up schaut und versucht, sie zu verstehen. Und dann merkt man, ich verstehe doch kein Wort. Und dann, was passiert denn da drüben? Dann guckt man dort doch nochmal rüber. Und das, glaube ich, zu dieser Close-up-Geschichte irgendwie so. Es gibt auch eine längere Sequenz, wo sie, glaube ich, selben Ausschnitt haben und wo sie dann sozusagen, wo es dann wirklich total, wo als Betrachter total egal ist, wohin du guckst, so dann wechselst du gar nicht, da bleibst du auf der einen Seite, weil du ganz genau weißt, auf der anderen Seite hast du eigentlich genau dasselbe. Das ist auch ein Punkt, genau, Alexa. Ich wollte eigentlich direkt nochmal darauf reagieren, auf diese Frage der Entgrenzung. Es geht ja genau bei den Flickr-Geschichten und Dream Machine-Geschichten um eine Entgrenzung. Aber einer und der anderen Art. Eine der anderen Art. Komplementären Art. No? Mit unterschiedlichen Mitteln. Ja, das finde ich, das würde ich ja auch auf jeden Fall unterschreiben. Da hätte ich aber nochmal eine Frage. Dieser Aspekt, dass das creepy ist. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß auch nicht, ob ich, also bei dieser Diskussion zum Narzissmus, ob man dieses Creepy, des Narzissmus wirklich psychologisch verstehen muss dann. Unter den Vorzeichen dieser Diskussion um Entgrenzung durch Maschinen. Ob man das wirklich psychologisch verstehen muss, bin ich mir nicht sicher. Ja, das ist, das war ja eben gerade meine These, dass es in Outer and Inner Space eben nicht um das psychologische Setting des Narzissmus geht, sondern um auch um Selbstverhältnis, aber um ein Selbstverhältnis, das sich bezieht auf die Technologie, auf die technologische Möglichkeit, die technologische Spur des eigenen Selbst. Und insofern medientheoretisches Argument mit Derrida statt Rosalind Krauss, die versucht, und auch da kann man sich bei Rosalind Krauss, denke ich, auch manchmal drüber streiten, wie schnell gewissermaßen die Übergänge gehen von, was weiß ich, Jacques Lacan-Lektüre zu einer Beschreibung von Closed-Circuit-Videoinstallationen. Es geht da ein bisschen schnell, aber ich habe das jetzt eigentlich nicht verlängert, glaube ich, hoffe ich. Zu dieser apparativen Entgrenzung nur ganz kurz, passt ja gutes Niesen, ne? Also dass sie da reagiert und dass da so dieser leibliche Konnex mit dem apparativen, mit dieser apparativen, also ich würde es immer noch als Spiegelung lesen, auch wenn es nicht natürlich nicht abgebildet wird, dieses Setting, ne? Jetzt nach Lacan des Spiegelstadiums oder so, das wird natürlich nicht abgebildet, aber deshalb müsste es nicht heißen, dass es nicht thematisch ist, natürlich in der Form der Selbstbespiegelung in der ästhetischen Erfahrung. Das ist doch der Kern, also dass diese beiden Dinge parallelisiert wird, ne? Diese Ich-Bildung im Mediengebrauch. Also das wäre für mich eigentlich das Thema. Also das die Nies-Szene, Regine, ist auch total eine für dich, für den Punkt, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, mit dem Ineinander von Performance und Rezipientsein. Da finde ich, hast du recht, und also weil du so viel gesagt hast, dann hatte ich dir da noch gar nicht recht gegeben. Möchte ich hiermit ausdrücklich tun an dieser Stelle. Und zwar gerade in der Nies-Szene ist das ganz toll, weil man im Skript lesen kann, dass der ganze Text, der da gesprochen wird, geht nur darum, ums Fake-Niesen natürlich, ne? Also und Fake-Sneeze und so weiter. Also es ist eine Diskussion wie Schauspielerei an dieser Stelle mit dem Dialog der beiden Performerinnen. Aha, ja. Da gibt es noch eine Meldung da oben, oder? Das war keine. War nur ein eine andere Gestus. Screen-Test. Genau, das ist ja genau das Stichwort. Was erwartet uns denn jetzt noch? Wir haben ja noch was wir gleich sehen werden. Wollen Sie dazu noch was zu sagen, Frau Rebentisch, oder? Nee, das sagt Marc was zu. Marc Siegel, alles klar.
Wir sehen jetzt eine Rolle von 10 Screentests, die zwischen 64 und 66 gemacht worden sind. Und unter anderem werden wir 4 Leute sehen, die ich nicht kenne. Aber danach sehen wir Donyale Luna, die der erste schwarze Supermodel. In 60er Jahren auch in Fellini, Satyricon, Carmelo Bene, Salome und andere Andy Warhol Filme. Und wir werden auch Susan Sontag sehen und es endet mit Edie Sedgwick. So, es gibt so wichtige, schöne Persönlichkeiten in der Rolle. Und so, es gibt 10, jeder Screentest ist wie alle die Stummfilme von Andy Warhol auf 24 Stunden pro Sekunde Tonfilmgeschwindigkeit. Oh ja, okay. Sorry, die Luft ist aus dem Raum. Auf Tonfilmgeschwindigkeit aufgenommen und auf Stummfilmgeschwindigkeit vorgeführt, sodass sie eine gewisse verlangsame Qualität haben und es jedes Screentest dauert so circa 4 Minuten. Genau, und bis dahin sagen wir schon mal ganz herzlichen Dank, Juliane Riementisch, für den tollen Vortrag und das Gespräch. Dankeschön. Und wir sehen uns in 40 Minuten wieder. Was mich daran immer interessiert und was vielleicht einen Link gibt zu dem, was ich gesagt habe über Inner and Outer Inner Space, ist, dass Warhol ja immer interessiert ist an diesen Übergängen. Das passt auch nochmal zu der Frage von Gino Prange ganz gut, diesen Übergängen zwischen Fiktion und Realität, diese Umschlagmomenten, nicht auch von Performance in gewissermaßen Person sein. Und das erzeugen die Screentests einfach, indem sie in diesem formalen Anordnung so lange auf ein Gesicht halten, bis eben noch bei der berühmtesten Person, die Darstellung gewissermaßen dieser Persönlichkeit zurücktritt hinter gewissermaßen der Singularität dieses Gesichts in diesem Moment. Das ist immer was mich interessiert hat an den Screentests. Das, ja, aber das habe ich woanders ausgeführt. Gibt es dazu noch Fragen oder Kommentare? Ja, also ich würde nur gerne fragen, ob diese Filme, ob diese Screentests wirklich alle mit 16 Bildern in der Sekunde vorgeführt worden sind heute? Ich würde sagen, nein. Und ob das überhaupt vielleicht gar nicht für alle 400 Screentests eine Vorschrift war, sondern dass es da durchaus auch individuelle Regelungen gab von Andy Warhol aus. Aber von den Bewegungen her kann ich mir nicht vorstellen, dass es 16 Bilder in der Sekunde waren. Also man kann es von der Zeit her genau sehen. Normalerweise ist so eine Rolle 30 Minuten lang und jetzt hat es 40 Minuten gedauert. Also von daher kann man es ziemlich genau sehen. Diese 24 zu 16 Bilder pro Sekunde ist genau ein Drittel länger. Also jeder Screentest ist mit 3 Minuten aufgenommen und dauert 4 Minuten hier, wenn wir ihn sehen. Also das ist eigentlich so, wie Warhol es wollte. Und ob es immer so beabsichtigt war, das kann Marc Siegel vielleicht besser sagen. Ja. Der Experte für Screentests hier im Saal. The real Warhol Expert. Soweit ich weiß, war das auf jeden Fall Konzept, dass jeder der 472 mit 24 Bilder pro Sekunde aufgenommen worden sind und dann mit 16 vorgeführt worden sind. Ich meine, das gesagt, es gab dann soweit ich weiß, keine wirkliche Kino-Vorführungen von dieser Screentest zu Warhols Zeit, so wie ich das verstehe, nur im Sinne von die Kompilationsfilme von Screentests, Most Beautiful Boys und 13, oh, jetzt kann ich nicht mehr klar denken, aber diese zwei es gab 3 Reihen. Es gab so die 50, The Fantastics und The Personalities und die Beautiful Boys und The Beautiful Women. Und er hatte dann diese Kompilationen von Screentests. Und die Angaben, die wir jetzt haben von der Warhol-Forschungsprojekt, ist, dass sie alle auf Stummfilmgeschwindigkeit vorgeführt worden sind. Aber jetzt heute hier. Ja.
Ja, er meinte, ich glaube, weil... Der Führer ist da, also der bestätigt das hier gerade. Ne? Sonst, Christian, ich gebe dir das Mikro. Es waren genau 16 Bilder, ich kann Sie beruhigen. Die Abweichung beträgt also unter einem Zehntel Bild pro Sekunde. Also es kann sein, dass es 16,1 waren oder 15,9, aber wir haben da wirklich drauf geachtet. Ich glaube, weil wir so wenig Erfahrung eigentlich haben mit diesem ganz einfaches Mittel, dass etwas mit Tonfilmgeschwindigkeit aufgenommen wird und damit Stummfilm dann vorgeführt wird, dass wir nicht so richtig das einschätzen können, wie schnell die Bewegung erscheinen soll, wenn es durch diese leichte Verlangsamen auf der Leinwand kommt. Wenn ich noch was kurz hinzufügen darf, es ist nicht gesagt, dass die Kameras, mit denen es aufgenommen sind, dass die wirklich mit genau der Frequenz gelaufen sind. Also zum Beispiel Federwerkkameras wie eine Bolex, die haben bis zu 2 Bilder Abweichung, je nach dem Wartungszustand der Kamera und nach Außentemperatur, Schmiermaterial im Getriebe und so weiter. Also auch bei Kameras mit Elektromotoren, die über einen Akku laufen, kann man nicht davon ausgehen, dass die Bildfrequenz genau stimmt. Also es wurde eigentlich erst so Mitte, Ende der 60er üblich, Kameras mit quarzgeriegelten Motoren zu verwenden, sodass man keine Koppelung mehr zwischen der Bildaufnahmekamera und dem Tonaufnahmegerät brauchte. Aber vorher kann man davon ausgehen, dass diese 24 Bilder, mit denen es aufgenommen sind, vielleicht auch nur 23 sind oder 25. Also es gibt da Abweichungen, die gehen noch viel weiter. Es war ein Bolex. Das ist die Frage, die Bolex hat ja, da gibt es ja auch einen Elektromotor, der angesetzt werden kann, der mit Akku oder mit einem Netzteil läuft. Oder es gibt die Möglichkeit, es nur mit dem Federwerk zu machen. Aber das Federwerk, der Aufzugsmechanismus, der läuft, glaube ich, maximal 35 Sekunden. Von daher kann man aus der Einstellungslänge dann schon eigentlich entnehmen, dass es anders gemacht sein muss. Also es ist nicht wie Fernsehen oder Video, dass es eine feste Frequenz ist. Unsere Experten hier im Haus, Christian Appel. Ja, traut man sich ja wirklich nichts mehr zu sagen jetzt. Super. Es bietet sich ja schon an, nochmal unser Dauerthema Narzissmus vielleicht bei den Screentests kurz anzusprechen. Also mir fiel auf, dass bei EDC Sedgwick ja dieses Posieren vor der Kamera doch in einer speziellen Weise, also die jetzt nochmal dieses Argument, was ich versucht habe auszuführen, unterstreichen würde, dass sie als Lauschende auch, als innerlich Horchende, also so großäugig schauend, als ob sie irgendwas hört oder Musik hört. Oder also mir schien, dass sie wirklich ihr auch wieder so als ideale ästhetisch Erfahrende und nicht nur Posierende, also in einem sozusagen dieses widerspiegelt, was diesen ästhetischen Prozess in beide Richtungen, in zwei Richtungen ausmacht. Und also diese Spiegelfunktion der Kamera kam ja bei dieser farbigen, ich weiß nicht, wer das war, diese mit den langen diese langen Fingernägel und die also ja immer so sich zurechtgemacht hat wie vor einem Spiegel, ne? Also als ob sie denn das Spiegel, also dieses Bild, was die Kamera von ihr macht, vorwegnimmt in diesem Posieren. Sie kann sich ja eigentlich nicht wirklich sehen, ne? Also das finde ich interessant nochmal für diese Thematik, dass das Empfangen des Bildes praktisch vorweggenommen wird in diesem sich zurechtmachen vor der Kamera. Hatte ich auch den Eindruck, dass da immer jemand irgendwie dabei steht, der auch ein bisschen die provoziert und ein bisschen versucht, Scherze zu machen und die zum Lachen zu bringen oder aus der Fasson zu bringen. War das so? Oder waren das in dem Fall Freunde, die einfach drumherum standen? Ja, Maxi. Ich meine, es schien mir, dass es Musik läuft, währenddessen einige, so Ivy Nicholson war die beeindruckende, fast Goth-Frau, so mit dem langen, schwarzen Haar. Und auch bei Doniale Luna, dass die beiden haben so ein bisschen, Doniale Luna ein bisschen bewegt. Ich dachte, sie so, ja, dass sie so macht ein bisschen Voguing in dem Sinn, wo man auch eine gewisse Narzissmus hat, so dass sie ihr eigene, so sie posiert und sie braucht keine Kamera. Wenn man Andy Warhols Film Camp sieht, es endet mit Doniale Luna, die einfach da auf einem Couch saß und hat die ganze Verfilmung angeschaut, aber Jack Smith hat die Kamera so weit
hat Warhol gezwungen, die Kamera zu bewegen, dass da man sieht den Offscreen Space und man sieht Daniela Luna, sie steht da und dann läuft sie, als ob sie auf einen Laufsteg ist. Und sie war wirklich ein Modell. Ich hatte das Gefühl, dass sie eine ganz andere Art an Präsenz hat als Edie, die hier wirklich, finde ich, wirklich sehr so traurig. Man sieht diese Narbe. Ich glaube, sie hat, ich vergesse, einen Autounfall oder sowas. Sie sieht ein bisschen aufgeblasen mehr. Wenn man kennt ihr später Film, so Chow Manhattan, was von David Wiseman gemacht ist, nicht von Warhol, da ist sie wirklich so fettiger, so aufgeblasen von Drogen. Es ist unglaublich so traurig in dem Sinn, diese Entwicklung zu sehen. Und hier habe ich das Gefühl, man sieht so, so, dass sie auf dem Weg ist nach unten, sozusagen. Ich weiß nicht genau, ob dieses Screentest einer der späteren ist, weil das ist sehr unklar. Ich habe die Information in einem Schließfach. Dazu muss man sagen, dass die ja nicht chronologisch aneinander geschnitten sind, sondern dass es ja eine quasi wahllose Zusammenfügung ist. Aber ich weiß auch nicht, ob es schien auf jeden Fall, dass jemand da war, dass Susan Sontag dann immer zu jemandem geguckt hat. Ich meine, die Screentests sind gemacht worden, währenddessen vieles gleichzeitig in den Factory passiert ist. So es kann währenddessen eine Party oder irgendwas, so es kann auf jeden Fall sein, es wird auf jeden Fall sein, dass es andere Leute da gab. Ja. Wenn man einen Film von Warhol sieht, dann kann das unglaublich nerven, weil eigentlich nichts passiert. Und dann fragt man sich, wie überlebt man diesen Film? Und dann kann man umschalten von der Einstellung, wie man Filme schaut, zu der Einstellung beispielsweise, wie man eine Fotografie anschaut. Und wenn man diesen Screentest nicht mehr wie einen Film anschaut, sondern wie eine Fotografie, dann könnte man sich auch eine ganze Stunde lang diese Fotografie anschauen und würde nicht müde werden, dann diese reine ästhetische Erfahrung aufzunehmen, ohne jetzt zu erwarten, dass es ein Film wird. Und dann, aber zwischendurch passiert dann vielleicht noch, dass man dann umschaltet und schaut sich das nicht mehr an wie einen Film und auch nicht mehr so wie eine Fotografie, sondern man schaut, was ist es für ein Mensch. Und mir kam es so vor, dass bei den meisten es so war, dass der Eindruck des Menschen der war, was ist das für eine Mädchenpersönlichkeit? Also wie würde das schauen, wenn wie würde das ausschauen, wenn das in einen Film hineingeht? Und nur bei Susan Sontag kam es mir so vor, als ob sie auf der Aufnahme sie selbst als Mensch wäre und nicht als Mädchenpersönlichkeit. Es kann sein, dass ich mich da täusche, aber Susan Sontag erschien mir am natürlichsten. Ja, also das ist mir auch vorhin aufgefallen, als wir nochmal jetzt über auch dieses Model gesprochen haben. Das sah extrem danach aus, als würde jemand sagen, mach mal mit diesen weißen Fingernägeln in deiner, mit deinem dunklen Teint mal so ein bisschen Kontrastprogramm. Und also so insgesamt das auch bei Edie vorher, was wir gesehen haben, das provozieren, was Warhol vielleicht aber auch sehen wollte in manchen Menschen. Und das fand ich jetzt auch bei dem letzten Film, also jetzt nicht bei den Screentests, persönlich auch so ein bisschen problematisch, vor allem dann noch mit Geräuschen bei einer Drogenabhängigen zu arbeiten, das war fast schon ein bisschen sadistisch, ja, weil man auch den Eindruck hat, die anderen taten ein bisschen so, als würden sie nichts hören oder so und sie da wirklich manchmal so ein bisschen sehr verwirrt war. Das habe ich jetzt wegen diesem, weil es die ganze Zeit um dieses Narzissmus-Ding ging, deswegen würde ich auch ein bisschen vielleicht da so an Warhols persönliche Grenzen da mal schauen, was der vielleicht sich auch einfach erwartet hat von seinen Mitmenschen und seinen Idolen oder nicht Idolen oder Menschen, die er toll fand. Da sind wir bei Dekonstruktion. Oder nicht?
sehr unermüdlich Diskussionswille. Ja, ich meine, klar, man kann natürlich nochmal über jetzt sprechen über Warhols Verhältnis zu den Leuten, die er da auch verbraucht hat, nicht? Also Ronald Tavell, der mit ihm zusammengearbeitet hat, der zum Teil auch mitverantwortlich ist für die auch nicht ganz unbrutalen Dinge, die da aus dem Off gesprochen worden sind von den Scripts her. Tavell hat gesagt, er konnte es nicht aushalten, wie Warhol die Leute ausgebeutet hat. Ne? Also natürlich gibt es diese Dimension. Ich finde nur sozusagen, es ist sozusagen eine Dimension, die mich nicht so sonderlich interessiert, weil mich eher interessiert, was dieses Interesse und diese Brutalität eigentlich bedeutet für die filmische Produktion und natürlich auch für unser Gucken drauf. Ne? Also da ist es dann also eher im Blick auf das Verhältnis von Zuschauer und filmischer Produktion. In welche Situation werden wir da gesetzt und was ist es, was wir dann da beobachten? Und das sind sozusagen diese Umschlagmomente, die dann eben unterschiedlich funktionieren, je nachdem, was wir da genau ansehen. Ja? Und ich meine, was natürlich interessant ist jetzt an den Screentests, ist, dass das ja das ist ein lustiger Titel ist, ne? Screentest, weil die Leute ja nicht für wirklich was getestet werden, was dann die Produktion danach ist, sondern der Test wird selber isoliert und zur Hauptsache erklärt, was ja auch interessant ist, wenn man jetzt überlegt, nochmal Walter Benjamins berühmter Aufsatz über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, wo gesagt wird, dass die Testleistung des Schauspielers im Film so entscheidend ist, nicht? Also anders als im Theater, wo man so durchperformen muss, gibt es ja sozusagen im Film, wiederholt man das so häufig, und das hat auch selber schon so ein bisschen eine spektrale Qualität übrigens, wie der Film entsteht. Und dann wartet man halt, bis man einen idealen Take hat. Und das detached die Schauspieler gewissermaßen von ihrer eigenen Performance schon strukturell im Film. Und Warhol hat natürlich da auch ein gewisses, wie soll ich sagen, Abstraktionsgenie beweist er, indem er das sozusagen so isoliert, ja. Aber ja, diese andere Dimension, klar, ich meine, die haben natürlich auch, man kann jetzt Warhol aber auch nicht verantwortlich machen für den Drogenkonsum von Edie Sedgwick. Das ist ja, wie gesagt, das kommt eben auch, die Biografie wäre auch schon vorher schwierig. Gleichwohl muss man sagen, dass das natürlich eine sozusagen wirklich eine Factory im Sinne auch des Durchlaufs von Dingen da war. Ne? Also sozusagen, dass die ganze Edie-Zeit ist 9 Monate, das ist verdammt kurz. März bis Dezember, ab Januar war Nico. Also so sah es aus. Ja. Aber auch sozusagen also auch die Geschwindigkeit gewissermaßen, mit der da die ästhetischen Neuerungen kamen, nicht? Also Nico, Velvet Underground, Multimedia Happenings, von der Zweifachprojektion hin zu nochmal anderen Programmen, postkinematografisch. Fisch-Installationen und Happenings und so. Ging alles. Ratzfatz. Ja, also ich glaube, es ist ein ganz guter Zeitpunkt. Happening ist auch ein Stichwort. Es geht natürlich weiter in unserer Reihe im April. Und als nächstes wird es einen Vortrag von Marc Siegel geben. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Ende April über Harlot wird er sprechen. Und ich möchte natürlich auch darauf hinweisen, auch in der semesterfreien Zeit machen wir eine Lecture. Dann aber nicht über Warhol, sondern gerade über unser Sonderausstellungsthema Fassbinder. Und dann wird Ingo Häb über The Sound of Fassbinder sprechen. Ein Thema, was ziemlich unterrepräsentiert ist bisher und ja, wie er damit gearbeitet hat und welche Einflüsse er auf andere Filmemacher hatte, das wird dann das Thema sein am 13. März. Bis dahin, guten Nachhauseweg, schönen Abend noch und danke Juliane Rebentisch nochmal. Tschüss.